Meine Schwester und ich waren die besten Freunde, als wir Kinder waren. Da war sie noch nett. Und so ist sie jetzt. Hi, das war ihre Lieblingspuppe. Kinder, hier sind eure Süßigkeiten. Wir fahren in den Urlaub. Danke. Ich liebe Süßigkeiten. Viel Spaß. Was? Hat meine Schwester die Süßigkeiten nach Tagen aufgeteilt? Ich habe eine Idee. Oh, mir ist schlecht. Bring mir bitte einen Tee. Klar, ich bin gleich wieder da. Lass dir Zeit. Diese Süßigkeiten gehören mir. Was? Ups. Das bedeutet Krieg. Sie ist unglaublich. Ich wünschte, ich sehe auch so aus. Und das werde ich auch. Komm schon, spring! Hey du! Du hast mein Outfit kopiert. Nein, du hast mich kopiert. Ich bin da mal weg. Dein Kleid ist so schön. Beste Freundinnen für immer. Was? Los! Jetzt bin ich dran. Volltreffer! Oh Mann, jetzt sind sie schon zu zweit. Ups. Fertig. Ich kann rausgehen. Warte. Wo willst du mit diesem Outfit hin? So lasse ich dich nirgendwo hingehen. Zieh dich um und dann kannst du gehen. Aber warum? Wo ist sie? Hi! Oh nein! Nicht das! Schon wieder! Das ist für dich! Hinter dir! Was soll's? Ich kann immer noch Spaß haben. Es hätte fast geklappt. Ich muss es einfach tun. Gehst du mit mir aus? Das ist für dich. Eine Nachricht. Er bittet mich um ein Date. Was soll ich sagen? Ja oder nein? Ja. Ich muss die Antwort nur noch ausschneiden. Warum dauert das so lange? Was macht sie da? Hier ist meine Antwort. Sie hat ja gesagt. Ich bin so glücklich. Ich muss umwerfend aussehen. Es ist das erste Date. Nein, das wirst du nicht anziehen. Was? Hier, zieh das an. Danke. Hi, Britney. Hi, du siehst toll aus. Das sind meine Lieblingsfarben. Meine auch. Wir sind füreinander bestimmt. Wow. Oh, warum sind hier so viele Socken? Und wer hat sie so verknotet? Dreckig. Dreckig. Eine saubere Socke. Ich ziehe sie an. Hey, gib sie zurück. Die Socken gehören mir. Ich gebe sie nicht zurück. Wir werden gleich herausfinden, wer der Stärkere ist. Natürlich bin ich das. Und diese Socken gehören mir.
Ich will sie alle haben. Tu dir keinen Zwang an. Barbie, du musst dich beeilen. Hi, das ist meine Schwester. Hi. Hi. Hast du schon Squid Game gesehen? Ich finde die Serie wirklich toll. Bradley, ich kann das sehen. Um ehrlich zu sein, bin ich auch ein Squid Game Fan. Lauf! Bleib stehen! Lauf! Stehen bleiben! Was? Das ist ungerecht. Hi Bradley! Sie ist so verfressen. Bye. Hey, ich sollte gehen. Was sollte das? Hi, das ist ein netter Ort. Hi, das ist meine Schwester. Hi. Dein Rock ist zu kurz. Was? Ich gehe wieder. Bye. So werde ich nie eine Freundin haben. Hi, ich bin Britney. Ich mag sie. Endlich, komm rein. Es ist Schlafenszeit. Warum ist immer für mich Schlafenszeit, für dich aber nicht? Okay, ich erkläre es dir. Das ist eine Grafik, die den Zusammenhang zwischen Alter und Schlafenszeit zeigt. Wenn du 15 bist, gehst du um diese Zeit ins Bett. Und mit 18 gehst du 2 Stunden später ins Bett. Verstanden? Damit bin ich nicht einverstanden. Okay, leg einfach die Nerfgun weg. Ich will nicht schlafen. Ich will spielen. Ich gebe auf. Hier, hör dir die Musik an. Das ist mein Lieblingslied. Das klappt ja wunderbar. Komm schon, na los. Bradley, ich hab Hunger. Okay, warte. Hier ist dein Toast. Hey, wo sind die Symbole? Wovon redest du? Schon gut, ich werde sie selbst machen. So ist es besser. Oh je. Hier bitte. Ich habe keinen Hunger. Steh auf. Hast du keine Lust? Meine Nerfgun wird dich bestimmt aufwecken. Lass mich in Ruhe. Ich werde nicht aufgeben. Du bist so frisch heute. Du riechst gut. Aufschlag! Ups, meine Pflanze. Dad! Es ist seine Schuld. Ich verstehe. Komm mit. Willst du spielen? Klar. Ich bin dran. Und du hast verloren. Das passiert jedes Mal. Ich halte das nicht mehr aus. Meine Schwester macht alles kaputt. Es tut mir so leid. Waffenstillstand mit Süßigkeiten? Das ist aber nett. Hey, gib sie zurück.